Hey und danke fürs Einschalten meines Videos und fürs Anschauen meines Videos. An dieser Stelle würde ich euch bitten, mir ein kleines Abo dazulassen. Das könnt ihr unten über das kleine Logo machen oder eben auch einfach unter dem Video unten oder am Ende des Videos. Denn wie ihr vielleicht selber euch denken könnt, ist es für mich viel einfacher, Test- oder Leihwerkzeuge zu bekommen, je mehr Abonnenten ich habe und je größer meine Reichweite ist. Und da ich mir die Aufgabe gemacht habe und die Mühe mache, für euch ja, Hersteller anzuschreiben und Hersteller zu kontaktieren, dass sie mir Test- und Leihwerkzeuge zur Verfügung stellen, damit ich die ausprobieren kann und euch eben ein Feedback dazu geben kann. Ja, wäre es super lieb, wenn ihr mir ein Abo dalasst und das würde mir extrem weiterhelfen. Danke an der Stelle, los geht's mit dem Video. Ja, servus, liebe Schrauber- und Kulturbanausen, willkommen im heutigen Video. Ich habe heute für euch endlich wieder ein weiteres Video zu den Universalwerkzeugkoffern. Und zwar jeden Werkzeugkoffer, die einen Steckschlüsselsatz und eben weitere Werkzeuge wie zum Beispiel Maulschlüssel, Zangen, Schraubendreher und ähnliches enthalten, sodass man einen grundsätzlichen Satz an Werkzeugen hat, so eine Basisausstattung, die man zum Beispiel unterwegs nutzen kann, die man schnell mitnehmen kann, die man sich zu Hause irgendwo in den Schrank legen kann, um ein Grundsatzsortiment da zu haben, damit man irgendwie Schränke aufbauen kann, kleine Arbeiten verrichten kann oder vielleicht eine Inspektion am Fahrzeug machen kann oder ähnliches. In den letzten Wochen habe ich euch dazu verschiedene Werkzeugkoffer schon vorgestellt und wenn ich alle Werkzeugkoffer, die ich geplant habe, dann vorgeführt habe, wird am Ende nochmal ein kleines Fazit, eine kleine Zusammenstellung aller Werkzeugkoffer erfolgen. Heute habe ich für euch nicht nur einen neuen Werkzeugkoffer, sondern auch zum ersten Mal einen neuen Hersteller in meinem Sortiment. Und zwar geht es um die Firma Paddinghaus bzw. MOB Paddinghaus. Ja, die Firma Paddinghaus besteht seit 1839. Seit 1873 stellt die Firma Paddinghaus Werkzeuge her. Und die Firma ist seit 1991 Teil der MOB-Gruppe und hat mehrere hundert Mitarbeiter, die an 5 europäischen Standorten in Europa produziert und entwickelt. Und tatsächlich haben wir einige Standorte in Deutschland, einige Standorte in Frankreich und in Rumänien. Und somit haben wir wirklich einen europäischen Hersteller, der auch zu einem gewissen Teil in Deutschland fertigt. Ich finde, das ist schon mal ein schönes Statement. Weil daran sieht man, dass Hersteller quasi höhere Qualitätsstandards fahren und denen die Qualität der Werkzeuge mehr wert ist als eben ja die maximale Preisausbeute und eben nicht in Asien fertigen lassen. Das gefällt schon mal ganz gut. Die Firma Paddinghaus hat auch eine Tochterfirma, und das ist die Firma Durlach Industrieausstattung. Da gibt es einige Sachen für den Industriebereich, aber wir kümmern uns hier heute nur um das Werkzeug von Paddinghaus. Ja, ich bin schon mal immer sehr begeistert, wenn ich neue Hersteller an Land ziehen kann, beziehungsweise neue Hersteller davon überzeugen kann, mit mir eine Kooperation einzugehen. In diesem Fall lief es mal andersrum. Die Firma Paddinghaus hat mich angefragt. Und das hat mir direkt sehr gut gefallen, weil mir der Name Paddinghaus ein Begriff ist im Bereich des Werkzeugs. Ich habe bisher keine Möglichkeit, die Werkzeuge von denen mal näher unter die Lupe zu nehmen. Und wie immer habe ich natürlich im Vorhinein meine Recherchen gemacht und mir die Werkzeuge mal angeschaut. Und wenn die Werkzeuge meinen Ansprüchen nicht gerecht werden, stelle ich sie auch gar nicht erst hier vor. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank an die Firma Paddinghaus, dass sie mit mir diese Kooperation macht und ich denke, wir starten direkt mal. Also wie gesagt, die Firma Paddinghaus blickt auf eine lange Tradition zurück, was Werkzeugherstellung angeht und haben entsprechend auch ein riesengroßes Sortiment. Das Sortiment könnt ihr euch hier mal anschauen. Ich habe hier mal einen kleinen Auszug aus der Internetseite. Es gibt Werkstattwagen, es gibt verschiedene Werkzeugsortimente, es gibt Steckschlüsselsätze, es gibt Sägen, Hammer, Brecheisen, alles Mögliche, Schraubendreher. Und wie gesagt, da braucht es jede Menge verschiedene Werkzeuge. Und das weiß schon mal zu gefallen. Das heißt, man kauft hier keine Eintagsfliege, nicht irgendwie einen Satz Werkzeug, der mal irgendwo billig importiert wurde, den man für kleines Geld loswerden will. Nein, man hat wirklich ein großes Sortiment
und kann unter verschiedensten Werkzeugen wählen. Und heute habe ich für euch eben passend zu der aktuellen Videoreihe über die Universalwerkzeugsätze, habe ich für euch hier diesen Universalwerkzeugkoffer von Paddinghaus besorgt. Und zwar geht es um ein 81-teiliges Werkzeugsortiment. Ich packe es euch mal aus, damit ihr sehen könnt, was hier alles drin ist. Wir haben hier einmal so einen schönen Kunststoffkoffer, wo auch nochmal das Logo und der Name schön rotfarblich abgesetzt sind. Wir haben ein stabiles Kunststoffscharnier mit Metallsplint und wir haben zwei sehr spacksitzende Kunststoffriegel zum Öffnen. So, dann haben wir hier einen schönen Schaumstoff, tatsächlich mal einen, der nicht so aus einer Schaumstoffmatte geschnitzt ist, sondern der scheinbar wirklich absolut der Kofferform entspricht und der sogar auch nochmal das Logo aufgedruckt hat, auch nicht so häufig. Und hier haben wir auch schon den Werkzeugsatz. Starten wir mit dem Koffer selbst. Den Koffer selbst empfinde ich als sehr angenehm, er wirkt sehr robust, sehr stabil. Der Griff passt gut in der Hand, man kann die Werkzeuge schön mitnehmen. Und ein weiterer Aspekt ist, die Werkzeuge sitzen sehr straff im Koffer. Das heißt, hier fällt so schnell nichts raus. Selbst die Nüsse sitzen schon mit ein bisschen Spack quasi in ihren Positionen und so schnell wird da nichts durch die Gegend fliegen. Das ist immer recht angenehm, allerdings kann es auch zum Nachteil werden, denn man braucht echt ein bisschen Kraft, um die Zangen wieder in Position zu drücken. Aber ich habe es lieber so, dass man ein bisschen mehr Kraft beim Einräumen aufbringen muss, dass einem die ganzen Sachen immer durch die Gegend fliegen. Ja, dann der Inhalt. Wir haben hier eine schöne Feile, und zwar mit halbrund und einem geraden Profil. Dann haben wir hier oben einen schönen Inbus-Winkelsatz. Wir haben eine Wasserpumpenzange, einen universalen bzw. verstellbaren Maulschlüssel oder auch Engländer bzw. Franzose genannt. Eine Multizange, hier oben einen schönen Satz Schraubendreher mit Knubbel und in verschiedenen Größen und verschiedene Schlitz- und Kreuzschlitzprofile. Dann haben wir hier die gängigsten Abstufungen an Maulschlüsseln und hier unten dann eben einen sehr umfangreichen Steckschlüsselsatz. Und zwar hier einmal in Halbzoll, hier unten einmal in Viertelzoll und das Ganze dann eben mit verschiedensten Bits und verschiedenen Nussgrößen. Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir mit der Feile. Ich finde immer wieder erstaunlich, wie unkreativ die meisten Hersteller an die Sache Universalwerkzeugsatz herangehen. Und oftmals fehlen dann Basics in solchen Werkzeugsätzen. Ich finde es immer wieder toll, wenn Hersteller hingehen und zum Beispiel, wie hier in dem Fall, eine Feile mit reinpacken. Denn so eine Metallfeile braucht man immer. Man braucht immer wieder mal eine Metallfeile. Ob man eine Schraube, wenn man die abgesägt hat, das Gewinde vorne, die Spitze neu entgratet, damit man das Gewinde wieder sauber ansetzen kann. Ob man, wie in meinem Fall, bei den Rohren vom Transit, nachdem man sie geschnitten hat, die Schnittkante entgratet. Ob man ein Blech zurechtfeilt oder ein Metall, ein volles Metallteil irgendwas zurechtfeilt. Man braucht immer wieder mal eine Feile und insofern finde ich es total praktisch, wenn Hersteller mal über den Standard hinausgehen und irgendwelche Kleinigkeiten mit hineinbringen, die nicht in jedem Universalwerkzeugkoffersatz enthalten sind. Dann haben wir hier einen schönen Imbusssatz. Der Imbusssatz ist ganz gängig. Ich hole ihn mal gerade raus. Und zwar haben wir hier die Größen von 1,5 bis 10. Das entspricht tatsächlich auch einem recht gängigen Standard. Das ist ein schöner Standardsatz. Damit hat man so gut wie alle Größen, die man so braucht. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre halt ein Einer. Aber den braucht man zugegebenermaßen echt selten. Dann haben wir ansonsten noch einen recht schicken Satz an Zangen. Wir haben eine Wasserpumpenzange, die ich immer sehr gerne an Bord habe in solchen Koffern, die auch in den meisten enthalten ist. Die Zange ist gut verstellbar, ohne viel Haken.
Die Zange hat ein schönes Profil, sehr rutschfest. Die Backen liegen sauber aufeinander auf. Die gummierten Griffe sind sehr angenehm, liegen gut in der Hand. Und die Zange macht einen sehr soliden Eindruck. Und unabhängig davon finde ich, sieht sie auch echt gut aus. Allein dadurch, dass sie halt so ein bisschen anthrazitfarben ist und eben ja, die Verarbeitung sehr schön wirkt, hier die oberflächlichen Prägungen und so weiter sehr sauber sind, ist das Ganze eine echt schicke Kiste. Hier kommt das, was ich meine. Man muss ein bisschen mehr drücken, damit die Sachen sauber zurück in den Kasten gehen. Aber wie gesagt, das ist mir lieber, als wenn es zu lasch ist. Dann haben wir hier noch eine schöne Multizange. Man hat hier bewusst darauf verzichtet, noch einen Seitenschneider mit reinzupacken. Warum, ist mir auch relativ klar. Den Platz hat man lieber anders genutzt, weil ich meine, mit dieser Schneid- bzw. Quetschkante hat man die Funktion des Seitenschneiders eigentlich schon erfüllt bei so einer Multizange. Und insofern ist der Seitenschneider auch gar nicht mehr so relevant. Auch hier das Profil sehr schön, sehr griffig, da rutscht nichts ab. Die Hälften der Zange liegen sauber aufeinander auf. Und insofern gibt es auch hier keinerlei Grund zur Beanstandung meinerseits. Ja, kommen wir zu den Schraubendrehern. Die fallen mir als erstes persönlich ins Auge, weil die so konisch und so ein bisschen, ich will nicht sagen klumpig aussehen, aber die sind so, sehen etwas ungewöhnlich aus. In erster Linie etwas ungewohnt, aber wenn man sie dann mal in der Hand hatte und ein bisschen öfter benutzt hat, merkt man, wie gut sie da doch tatsächlich aufgrund ihrer knubbeligen Form, wie gut sie in der Hand liegen und wie rutschfest sie in der Hand liegen. Und ich muss zugeben, ich habe es anfangs komisch gefunden und mittlerweile arbeite ich sehr gerne damit, weil die echt sehr, sehr gut in der Hand liegen und so gut wie keine Abrutschmöglichkeit geben. Und insofern gefällt mir das Ganze sehr gut. Wir haben hier ein schönes Sortiment. Verschiedene Größen an Schlitz und Kreuz. Insgesamt ist es halt 3 zu 3. Wir haben drei Kreuzschlitz und drei Schlitzschraubendreher. Und hier einer der Kreuzschlitze ist eben als Knubbel ausgeführt, sodass man auch an schlechter zugänglichen Orten gut arbeiten kann. Kommen wir zu den Ringmaulschlüsseln. Wir haben hier ein schönes Ringmaulschlüssel-Sortiment in den Größen 8, 10, 12, 13, 17 und 19. Und ich muss dazu sagen, auch hier, die Maulschlüssel sehen sehr schick aus, sind gut verarbeitet. Die liegen echt gut in der Hand. Die Größen und die Logos sind total sauber eingeprägt. Das ist echt sehr, sehr schön, sehr hochqualitativ. Keinerlei Gratel, das Maul als auch der Ring sind sehr, sehr maßhaltig und passen super auf die entsprechenden Muttern. Ich habe die viel benutzt, um zum Beispiel Muttern festzuhalten, während ich mit der Ratsche festgezogen habe, beim Transit jetzt zuletzt vor allem. Und ich habe jetzt einen kleinen Negativaspekt an dem Koffer, der aber fast schon wieder ausgeglichen wird. Denn ich finde, die Größenabstufung ist ein bisschen grob. Also mir fehlt hier zum Beispiel noch auf jeden Fall ein 15er und auf jeden Fall auch noch ja, ein 11er Schlüssel. Vielleicht auch noch ein 14er, vor allem wenn man an japanischen Fahrzeugen arbeitet, braucht man gerne mal 11 und 14. Die sind hier halt nicht enthalten. Vorteil an der ganzen Sache ist, die werden halt abgedeckt, weil man hier halt noch diesen verstellbaren Schlüssel hat. Allerdings, wie gesagt, wäre es mir natürlich ein bisschen lieber gewesen, wenn hier einfach noch ein paar mehr Schlüssel drin gewesen wären. Die hätte man quasi einfach senkrecht positionieren können, also quasi so, wie es in gängigeren oder in den meisten gängigen Schlüsselsätzen der Fall ist. Dann hätte man ein bisschen mehr Platz gehabt und hätte noch ein paar mehr Schlüssel dazufügen können. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze wird quasi abgefangen durch diesen verstellbaren Schlüssel. Und da hat man halt wirklich alle Größen von 0 bis 20 mm. Und insofern hat man da eigentlich dann auch wieder so gut wie keinerlei Wünsche, die offen bleiben in diesen Größenregionen. Dennoch hätte ich ein paar mehr Ringmaulschlüssel schick gefunden. Aber man kann nicht alles haben. So, switchen wir direkt über. Und zwar hier. Der Steckschlussersatz. Für mich ein besonderer Augenschmaus und auch ein besonderer Steckschlussersatz, denn wir haben hier echt viel drin. Hier wurde sehr viel Wert auf den Steckschlussersatz gelegt, das merkt man auch sofort. Wir haben nämlich hier zum einen sehr, sehr schöne Knarren. Nicht nur schön, weil sie gut in der Hand liegen, weil sie einen sehr, sehr schönen, guten Griff haben,
sondern auch, weil sie halt einfach, ja, wie soll ich sagen, nach allen Regeln der Kunst funktionieren. Wir haben eine schöne Umschaltung, die sauber rastend ist und die halt eben nicht zu labelig ist, dass sie sich selber verstellt. Wir haben einen Quick-Release-Button und tatsächlich kann man sogar hier das Ratschengehäuse, das Getriebegehäuse hier vorne aufmachen. Falls mal was kaputt gehen sollte, wovon eigentlich nicht auszugehen ist, weil die wirklich einen sehr, sehr robusten Eindruck machen. Aber falls mal was kaputt sein sollte, kann man die Teile sogar tauschen. Das macht die Sache auch in einer gewissen Art und Weise ziemlich ökologisch, statt alles Dreck wegzuschmeißen. Die Knarre ansonsten wirkt sehr stabil, hat auch hat auch schon ein gewisses Gewicht, aber nicht zu schwer. Also sie liegt nicht unangenehm in der Hand, sondern sie wirkt einfach robust und sehr stabil. Ein vertrauenerweckendes Gefühl, würde ich sagen. Das gleiche gilt natürlich auch für die kleine Knarre und hier auch keinerlei Unterschiede eigentlich. Schöner gummierter Griff, ein sehr robustes Gehäuse, sehr stabiler Kopf und dazu eben eine saubere Umschaltung, sauber rastend und eben Quick Release Button. Dazu kommen dann natürlich entsprechend ein sehr umfassendes Nusssortiment, hier in dem Falle in den Größen von 10 bis 32 mm in der Halbzoll-Variante. Dazu haben wir tatsächlich eine lange Verlängerung, eine kurze Verlängerung, einen Knebel, ein Gelenk und noch ein paar Langnüsse, und zwar hier von 13, 17 und 19 mm. Dazu noch zwei Langnüsse in 16 und 21 mm, die zeitgleich als Zündkerzennüsse ausgeführt sind, mit eben einer gummierten Halterung, dass man eben beschädigungsfrei Zündkerzen ausbauen kann. Und dann haben wir hier noch in den Größen von 4 bis 13 in der Abstufung von 1 Viertel Zoll Nüsse. Dazu entsprechend die Viertel Zoll Knarre. Hier noch so einen schönen Viertel Zoll Schraubendrehergriff, den ich auch mal sehr praktisch finde. Dazu haben wir eine kurze Verlängerung, eine lange Verlängerung, einen Knebel, ein Gelenk und sogar eine Flexwelle. Und dazu hier unten nochmal die gängigsten Inbus- und Torx-Größen, und zwar die Größen 3, 4, 5 und 6 Inbus. Dann zwei verschiedene Schlitzbitgrößen, zwei verschiedene Kreuzschlitzbitgrößen und dann die Größen von T10 bis T45 als Torx. Insofern ist das ein sehr umfangreicher Steckschlüsselsatz. Vor allem gefällt mir gut, dass man hier echt die lange und die kurze Verlängerung jeweils drin hat. In manchen anderen Steckschlüsselsätzen und vor allem Universalwerkzeugkoffern ist halt eben dann irgendwie nur eine Größe oder so eine mittlere Größe, die ein bisschen länger ist als eine kurze, aber keine lange ist. Und so hat man dann halt hier dann nicht die komplette Abdeckung, aber in diesem Falle hat man wirklich alles drin. Man hat eine lange oder eine kurze Verlängerung. Man hat wirklich einen schönen, sauberen Steckschlüsselsatz. Dazu, wie gesagt, die gängigsten Bitgrößen und sowas nochmal als Festbits drin. Und das weiß einfach echt zu gefallen. Das heißt, man merkt wirklich, hier wurde sehr viel Wert auf den Steckschlüsselsatz gelegt. Und das sieht man auch generell an der Verarbeitung. Ich finde auch zum Beispiel sehr schick, dass man hier gut sehen kann, dass zum Beispiel die Langnüsse sehr, sehr schlank gehalten sind. Das heißt, der Vierkantanschluss hier oben ist breiter als der Rest der Nuss. So kann man das natürlich auch in enge Bohrlöcher und so weiter gut rein. Das gleiche findet man auch bei den anderen Nüssen. Man sieht hier, alle Nüsse sind im unteren Bereich auf jeden Fall nochmal richtig schön schlank gearbeitet. Und so sind die ganzen Nüsse auch nicht so schwer und auch nicht so wuchtig. Und das gilt sogar selbst für die ganz großen Nüsse. Wenn man hier einmal sieht, unten schön schlank, oben halt eben entsprechend breit, sodass man wirklich zum einen platzsparend unterwegs ist und vor allem auch gewichtssparend. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie schön und sauber halt eben die ganzen Größen hier eingeprägt sind und wie sauber die Verarbeitung ist und dass hier wirklich auch keinerlei gerade Kanten oder sonst irgendwas drin sind, dann merkt man schon, man hat hier wirklich sehr, sehr qualitatives Werkzeug vor sich. Und das ist auch im Großen und Ganzen mein Eindruck von diesem Koffer. Ich habe mit den Knarren so einiges gemacht. Ich habe die Reling im Transit quasi angefangen zu verbauen und ich habe Reste der Standheizung noch verbaut, speziell die Elektrik und die Ansteuerung und so weiter. Da habe ich auch viel die Schraubendreher nutzen können. Ich habe die Feile gebraucht. Ich habe die Feile gebraucht, um eben die zurechtgesägten Edelstahlrohre zu entgraten. Ich habe die Multizange gebraucht, um Kabel abzuschneiden.
Ich habe die Maulschlüssel gebraucht, um gegenzuhalten beim Verschrauben mit der großen Knarre. Ich habe die kleine Knarre und die Bit-Aufsätze gebraucht, um verschiedene Schrauben zu verschrauben, vor allem von den Standfüßen der Reling. Ich habe auch den Inbussatz im Gegenzug dazu mal verwendet, einfach mal um zu gucken, wie das Ganze so alles zusammenspielt und passt. Und muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Satz. Und kann nur sagen, wenn man diesen Satz wirklich live vor sich hat und in der Hand hat, man merkt einfach, da ist Erfahrung und Tradition dahinter und die Werkzeuge sind wirklich gut. Also sie sind wirklich, man merkt, wenn man sie in der Hand hat, man hat qualitatives Werkzeug in der Hand. Das merkt man wirklich. Das ist so ein richtig schönes Feeling, wie man es auch bei, ich sag mal, Gedore oder ähnlichen Werkzeugen hat. Man merkt wirklich, da ist Qualität hinter. Wie immer bei mir, es gibt so viel Lob nicht ohne Kritik. Zum einen finde ich es schade, das Einzige, was mir wirklich, also zwei Punkte, die mir hier wirklich noch fehlen, wären tatsächlich ein paar mehr Ringschlüssel wären schön gewesen. Die hätte man, wie gesagt, hochkant positionieren können, hätte man ein paar mehr reinpacken können. Und man hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt, wenn man zum Beispiel vielleicht ein bisschen die Nüsse noch ein bisschen näher beisammen gelegt hätte oder vielleicht hier noch ein bisschen was an der Verteilung geändert hätte, hätte man vielleicht noch einen kleinen Hammer, so einen 200, 300 Gramm Hammer hätte man noch hinzufügen können. Und dann hätte man wirklich, wirklich alle Basic-Werkzeuge in einem Koffer gehabt. Aber nichtsdestotrotz, bisschen schwund ist immer. Und dieser Satz hier ist wirklich, wirklich absolut solide. Und wir haben hier wirklich eine ganze, ganze Menge Werkzeuge drin. Deswegen gefällt mir der Satz auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ein bisschen Kritik gibt es halt immer. Ist aber mehr kein auf hohem Niveau. Ich persönlich finde, gerade jetzt zum Einstieg mit dem neuen Hersteller, finde ich diesen Koffer sehr schön. Der zeigt mir persönlich, dass man hier wirklich einen Hersteller hat, der Wert auf seinen Ruf legt und auch Wert darauf legt, vernünftige Werkzeuge anzubieten und man hier eben wirklich kein billiges Material hat. Das fühlt und merkt man wirklich überall. Jo, im Großen und Ganzen war es das zu dem Koffer. Wie gesagt, ich werde vermutlich noch einige weitere Videos und einige weitere Sachen mit Paddinghouse zusammen machen, denn ich persönlich bin angefixt und mir gefallen die Werkzeuge gut. Und ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Im Großen und Ganzen, mein Fazit zu dem Koffer ist, hochwertige Werkzeuge, ein gutes Sortiment, ein Koffer, in dem die Werkzeuge fest drin liegen, sodass du nichts durch die Gegend fliegt. Und wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr umfangreicher Steckschlüsselsatz. An dieser Stelle gibt es von mir einen Daumen hoch. Ich bin voll und ganz zufrieden und schließe somit das Video für heute ab. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. An dieser Stelle auch nochmal Danke an Paddinghouse für die Zurverfügungstellung von dem Werkzeugkoffer. Danke an euch fürs Einschalten. Und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen bzw. meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.